Ja, da ist er. Oder eben auch nicht. Habe ich gerade einen kleinen Bug gefunden? Maybe. Aber da ist er endlich, der Makrelenhecht. Und man sieht ihn nicht, aber er ist da. Ist es Schrödingers Makrelenhecht? Also, endlich gefangener Style. Gerade war er noch zu sehen. Und auf einmal, schnipp, ist er weg. Ich kann ihn auch nicht mehr, nicht mehr anzeigen. Sehr schön. Gerade rausgezogen. Schnell auf der Map gucken. Hier an der Kante vom 30er. Endlich rausgezogen. Und ich habe gerade noch geguckt hier. Der Checker hatte das gepostet hier in der Trophy-Halle im Discord. Hatte den Spot und die Köder-Kombi nochmal gepostet. Und da war doch noch jemand, der war auch hier am 30er. Eigentlich waren viele am 30er, immer wieder und ständig. Und ich war ja auch schon ein paar Mal hier und es hat einfach nicht geklappt mit dem ollen Makrelenhecht. Wer war denn noch? Wer war denn noch? Also es lief, ja, bisher durchwachsen. So sieht der Kescher aus. Gerade erst hierhin in der Happy Hour, gerade angefangen. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Endlich der Makrelenhecht. Und dann auch noch so einen kleinen Bug gefunden. Auf einmal verschwindet der nach ungefähr 30 Sekunden oder nicht mal ganz. Einfach das Bild weg. Ich finde es leider nicht. Also, Dankeschön fürs Posten der Beiträge. Ich glaube, es war in der Trophy-Liste war's, im Discord. Da sieht man mal. Einfach mal ein bisschen die Infos teilen und dann klappt das auch. 91. Trophy. 91. Trophy. Der kleine Makrelenhecht hier mit 618 Gramm. Auf dem Real Shrimp 04. Auf dem roten. Ja, und da hieß es auch schon jetzt die Tage. Das ist natürlich die Frage, war es der mit Rot-Schwarz-Kombi oder der mit Rot-Rot-Kombi. Auf jeden Fall hier auf dem 3-0er-Haken. Das ist auch etwas, was ich geändert habe. Das hatte ich sonst häufig anders gemacht. Ich bin häufig mit dem 2-0er-Haken rummarschiert hier. Und jetzt fahren wir erstmal wieder ein bisschen zurück auf die Sandbank. Ich war hier so in dem Bereich. So, guck mal, hier ist auch schon ein relativ großer Spot. Und dann gehen wir jetzt hier einfach nochmal hin. Wir treiben gerade wieder in diese Richtung. Und dann raus hier auf 15 Meter wieder geklippt. 15 Meter absinken lassen. Entweder sehen wir jetzt gleich schon am Clip wieder, dass da automatisch was reingeht. Das heißt, der Clip verschwindet. Oder man kann dann einfach so wieder hier rein ins Jiggen. So, oder Pilken. Wir sind ja hier im Salzwasser unterwegs. Ich bin schon so lange wieder nicht am Salzwasser gewesen. Ne? Und jetzt war es mal wieder, wurde mal wieder Zeit. Ich musste mal wieder ein bisschen meine Happy Hour machen hier. Und da wollte ich doch die Chance wahrnehmen. Endlich der Makrelenhecht. Mann, 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 Mann. Lange schon gesucht. Und jetzt hieß es einfach die Tage so oft. Makrelenhecht, Makrelenhecht. Schon wieder Makrelenhecht-Trophy am 30er. Und da ist wieder was dran. Und deswegen genutzt die Chance. Also, sobald du das siehst und dir fehlt das Ding noch, dann einfach mal testen, probieren, ob da was geht. Natürlich nur mit Shrimps. Natürlich nur mit den Shrimps. Wenn man das noch nicht hat, wenn man dann noch nicht so weit ist, dann ist das auch nicht so geil. Also mit den Beifängern und den Shrimps und dann geht es ab. Anders leider nicht wirklich möglich, aber ja, es gibt ja noch einige Möglichkeiten, eben auch vom Land aus auch das zu probieren, wenn man hier mit normal Jig unterwegs ist. Guck da mal den nächsten. Also, immer wieder testen, auch vom Land aus, die verschiedensten Stellen, hier vorne richtig gut. Die ganze Area, ich hatte zuletzt hier in dem Bereich, da hatte ich nicht mal ein Video zugemacht, das hatte ich dann im Stream einfach nochmal gezeigt, eine super Area mit wahnsinnig viel, auch mit Steinbutt dabei, einfach nur auf Jig, mega gut, mega gut. Und auch hier wieder am 12er einfach hier rausgeworfen, am Hafen, an der Kante. Also es gibt immer wieder Stellen mit Jig. Also ich verstehe tatsächlich das Mimimi nicht, dass man nichts fängt. Wenn man selbst einfach nur mit einem simplen Jig, einem
nur mit einem Köder, wie man quasi anfängt, ganz basic. Und mit Meeresangeln, also wenn man Meeresangeln hat, sollte man doch mindestens auch schon irgendwie ein paar Punkte im Jig haben. Wenn man in dem Levelbereich ist, dann klappt das doch. Und da geht das richtig gut ab. Tatsächlich und Steinboot, kohlemäßig auch, ne? War gar nicht schlecht. Steinboot, ich sag mal so 3 bis 5 Kilo. Und dann geht das schon ganz gut. Ja, und jetzt hier einfach auf 15 Meter einfach ein bisschen jiggen. Und dann klappt das. Raus damit. Absinken lassen. Wenn da schon was in der Absinkphase reingeht, ist es natürlich mega gut. Wenn da nicht, zack, wenn da nichts reingeht in der Absinkphase, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann wird halt auf 15 Meter einfach gepilgt. Und dann klappt das. Aber das alleine schon, ne? Das mit dem Schnurclip, zack, schon wieder Biss. Das ist einfach schon gut. Und so soll das auch sein. Das heißt, man muss gar nicht, zack, hier den nächsten. Das scheint hier gerade, ja, mehr so in Richtung dieser Kante hier oben. Also am 30er in diesem Bereich. Absinken lassen. Und wenn wir auf 15 Meter sind, dann einfach ein bisschen pilgen. Ach, ist das schön. Ja, ich muss ein bisschen weiter durchziehen und meine Happy Hour machen. Aber einfach so viel kurze Info dazu. Setup war, glaube ich, soweit bekannt. Und ich bin dann, oder sollen wir nochmal reingucken? Wir gucken einfach nochmal eben rein. Ich bin immer noch hier ganz simpel und klein unterwegs. Overlord mit der Sensi natürlich. Also die ultimative Pilgroute. Wenn man sich eine kauft, dann die. Und wenn man dann erstmal noch ein bisschen sparen muss, dann macht man das halt. Man kauft sich ja nicht auf dem Weg zur Venga auch noch 5 andere, die dann alle schlecht sind. Also kauft man sich einmal was Richtiges. Also plus 5 auf Meeresangeln. Schon wieder Biss. Alter, man kommt nicht dazu, ne? Plus 5 auf Meeresangeln. Einfach essentiell, damit man gut weiterkommt. So. Die Overlord, absolut genial. Oder was Vergleichbares. Man kann auch noch kleiner hier rein, gerade wenn man anfängt. Selbst wenn man hier mit der HSV anfängt, bei den kleinen Fischis, überhaupt kein Problem. Selbstgebastelte Fluorocarbon, 55 Kilo Schnur, ist vielleicht nochmal ein Punkt. Kann man sich vielleicht nochmal irgendwie nochmal überlegen, ob man das vielleicht einfach nochmal umbaut. Von dem ursprünglichen Mono, von den Monoschnüren einfach auf Fluorocarbon. Und dann hier natürlich der Lurker, funktioniert einfach super, diese Blau-Kombination. Mit Filet habe ich jetzt diesmal gemacht. Und dann die Shrimps, 3-0er-Haken und dann die beiden in Rot, Rot-Rot und Grün. Und dann habe ich hier nochmal einmal einen Pinken dabei. Hat letztens funktioniert, vielleicht ändere ich hier auch nochmal auf dem Schwarzen. Da sind zuletzt nämlich auch nochmal die Sardinen, ja, die Sardinen draufgegangen. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Also, ich glaube, nun haben wir alles, alle Infos durch. Spot ist bekannt, ja, Köder ist bekannt und ja, jetzt gucken wir, ob hier vielleicht noch mehr reingeht von den Sardinen, von den Makrelenhechten. Was natürlich auch sein kann, vielleicht auch manchmal runterlassen bis 20 Meter, vielleicht ist das auch nochmal ein bisschen interessanter, aber dann sollte da doch, zack, spätestens beim Absinken lassen, sollte da doch ein bisschen was reingehen. Petri Lümmels. Bei mir geht es jetzt weiter auf Sardinensuche, damit ich dann die Nummer 92 abhaken kann auf dem Weg zu den 100 Trophies. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream mal auf Twitch montags, also heute, mittwochs oder freitags. Freitags ist immer Wettangeln, 19 Uhr geht's los, Petri.